Frohes neues Jahr. Ich bin Nicola Schmidt, die Autorin von Erziehen ohne Schimpfen. Und ich habe für euer 2020 für euch drei Wege, wie ihr mit weniger Schimpfen durchkommt und eine Challenge, die euch dabei helfen wird. 60.000 Eltern haben schon von Erziehen ohne Schimpfen profitiert und wir kriegen so tolle Rückmeldungen darüber, wie es euer Leben verändern kann. Vielen, vielen Dank. Und auch wenn es euch schon geholfen hat, lasst es uns wissen, teilt es mit den anderen, was ihr gemacht habt und was der Effekt war, damit wir alle in der Gruppe voneinander lernen können. Ich habe heute für euch die drei Wege aus dem Buch mitgebracht in diesem Video, um euch nochmal daran zu erinnern, wie wir ein möglichst schimpf- und stressfreies 2020 mit hinbringen. Einer der wichtigsten Wege für dieses Jahr ist es aus meiner Sicht, dass wir lernen, wieder richtig Nein zu sagen. Nein zu sagen ist extrem wichtig. Wir sagen ganz oft Nein zu unseren Kindern. Wir sagen ganz oft Nein zu uns selbst. Aber eigentlich wäre es viel wichtiger, mal Nein zu anderen Dingen zu sagen. Und im Buch habe ich fünf Wege für euch, wie man Nein sagen kann. Man kann nämlich auf verschiedene Arten und Weisen jemandem sagen, dass man es nicht möchte. Zum Beispiel kann man sagen, nein, ich glaube jetzt nicht. Oder man kann darüber nachdenken und sagen, also wenn ich es mit oder für jemanden machen würde, dann für dich, aber im Moment geht das wirklich leider gar nicht. Oder man kann sagen, im Moment passt es nicht, wir können später nochmal darüber sprechen. Die beste Art, Nein zu sagen, ist allerdings die Art, die ganz klar ist. Und die lautet, lass mich kurz drüber nachdenken. Nein. Wir sagen einfach Nein. Wir wissen aus Studien, dass Abgrenzung uns gegenüber Forderung helfen kann. Und Abgrenzung bedeutet immer auch zu Möglichkeiten, Anfragen oder den Agenten anderer Leute einfach mal zu sagen, nein, ich kann diesen Kuchen nicht backen. Nein, ich möchte zu diesem Treffen nicht hingehen. Und nein, ich kann diese Aufgabe nicht übernehmen. Und das ist vollkommen legitim und ihr dürft das. Die zweite Strategie, die ich für euch habe, ist eine Achtsamkeitsstrategie. Wir wissen aus der Wissenschaft, dass gestresste Eltern negatives Erziehungsverhalten zeigen. Und zwar nicht, weil sie schlechte Eltern wären, sondern weil unser Gehirn im Stress nicht mehr empathisch ist, weil wir nicht mehr so gut nachdenken können, weil wir die Situation nicht mehr richtig einschätzen können. Und der Top-1-Tipp gegen jede Form von Stress ist Achtsamkeit. Lasst uns versuchen, immer wieder im Jetzt zu sein, immer wieder zu fragen, wie geht's mir eigentlich jetzt gerade? Wo sind wir eigentlich jetzt gerade? Warum ist dieses Kind jetzt so, wie es ist? Dann werden wir oft feststellen, dass wir im Jetzt gerade gestresst sind oder dass eigentlich alles zu schnell geht oder dass ich selber Hunger habe oder müde bin oder dass das Kind Hunger hat oder müde ist. Und dieser kleine Moment des, wie geht's uns eigentlich gerade? Und wo sind wir gerade und wie fühlt sich das an, kann uns total weiterhelfen, aus diesem ständigen Stress, aus diesem ständigen Funktionieren, aus diesem ständigen Autopilotenmodus rauszukommen. Die dritte Strategie, die ich für euch habe dieses Jahr, kennt ihr schon von mir. Denkt daran, dass ihr eurem Gehirn eine Richtung gebt, in die es laufen soll. Dazu gibt es drei Wege. Erstens, wir schreiben die Richtung auf. Zweitens, wir gehen jeden Tag ein Stück. Und drittens, wir teilen und besprechen es mit anderen und tauschen uns aus, wie funktioniert es bei dir, wie funktioniert es bei mir. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euer Verhalten ändert, ist 9 zu 1. Also von 10 Leuten ändert nur ein Mensch langfristig sein Verhalten, selbst wenn er von einer lebensgefährlichen Krankheit bedroht ist. Damit ihr der eine oder die eine seid, die ihr Verhalten ändern, nimmt einfach diese drei einfachen Tricks. Schreibt euch auf, was ihr ändern wollt. Ich will mich nicht mehr so hetzen. Bei mir ist es, ich will eine weniger dichte Planung. Dann erinnert euch jeden Tag daran und geht jeden Tag einen Schritt darauf zu und tauscht euch mit anderen aus, wie ihr euch dabei entwickelt, wo ihr auf Probleme stoßt und lasst euch helfen. Wir sind mit Erziehen ohne Schimpfen immer noch Bestseller und ich bitte euch, kauft euch das Buch, aber lest es nicht nur. Denn wenn ihr die Übungen macht, wird sich so viel verändern. Ich verspreche es euch, aber nur dann. Vom einfachen Lesen ist in der Regel noch nicht das ganze Potenzial ausgeschöpft. Und wir kriegen so hinreißende Rückmeldungen von Eltern, die sagen, ja, ich habe diese Übung jetzt ein paar Mal gemacht oder ich habe diese eine Sache in meinen Tag eingebaut. Also kauft es euch, aber dann benutzt es auch.
Schreibt uns gerne hier unten, was hat euch schon geholfen? Welche der Strategien habt ihr schon angewendet, die aus dem Buch oder die ich gerade erzählt habe? Und tauscht euch hier unten aus, denn am meisten lernt ihr immer noch voneinander. Ihr wisst, dass im Artgerecht-Projekt gilt, die Weisheit des Kreises ist immer so viel mehr als die Weisheit eines Einzelnen. Und jetzt möchte ich euch noch zu unserer Challenge einladen. Die startet am Montag. Die Voraussetzung ist, dass ihr dieses Buch habt. In der Challenge werdet ihr immer wieder auf Seiten oder auf Teile des Buches hingewiesen, die ihr nochmal lesen oder nochmal bearbeiten könnt. Wir begleiten euch 3 Wochen lang. Es gibt eine Facebook-Gruppe dazu, die werde ich hier unten verlinken. Wenn ihr es machen wollt, hier unten in den Kommentaren wird gleich der Link sein, wo ihr euch zu unserem Challenge-Newsletter jetzt anmelden könnt. Am Montag geht es los, das heißt bis Sonntagabend bitte anmelden. Wir können danach niemanden mehr reinnehmen. Dann müsstet ihr auf die Februar-Challenge warten. Wenn ihr was über die Challenge oder über die Erfahrung schreibt, dann freue ich mich, wenn ihr mich taggt. Entweder taggt ihr mich, Nicola Schmidt, oder ihr schreibt unseren Hashtag Erziehen ohne Schimpfen rein, damit wir wissen, wie es euch damit geht. Und denkt immer dran, Kinder und auch Eltern sind immer wunderbar. Alles andere sind nur Benutzerfehler.